Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, alles ein bisschen weiß, richtig kalt. Also wir haben jetzt seit 1,5 Wochen richtig Frost. Nachts -7 Grad, tagsüber auch nicht über 0. Und so ist es halt. Ne? Wir haben Winter, soll aber jetzt auch schon wieder +10 Grad geben. Deshalb bin ich jetzt noch mal rausgegangen hier zu unserem altbewährten Bienenstand und zeige euch mal was. Und zwar habe ich ja im vorletzten Video bei der Oxalsäurebehandlung das eine Bienenvolk nicht erkannt, beziehungsweise es saß ja ganz unten, ich hab's nicht gesehen. Und dann hat sich jemand bei mir gemeldet, hat gesagt, du, pass mal auf, gibt's hier so eine Wärmebildkamera, ich zeig's euch gleich, ist nur zu kalt hier, die kannst du ans Handy stecken und damit soll man die Bienenvölker ganz gut erkennen können. Machen wir jetzt gleich zusammen. Ich kann euch aber schon verraten, ich habe schon ein bisschen ausprobiert, ne? War dann doch zu neugierig. Ich stelle euch gerade mal hier hin. Also ich habe jetzt hier, wo habe ich es? Hier in der Tasche. So ein kleines Paket, total simpel. Ne, total easy, so ein kleiner Aufsatz. Aber noch das Handy. Da stecken wir das einfach hinten drauf. Dann, Moment, im Bildschirm ist es auch zu kalt. Das waren halt früher noch Zeiten, ne, wo man nicht, brauchen wir hier diese App, die laden wir einmal runter und dann sagen wir, der passt alles. Und dann haben wir hier ein Bild. Ne. Sieht man jetzt so, noch nicht arg viel, ne, weil wir einfach weit weg sind. Aber wenn wir jetzt mal hingehen, ich nehme euch mal mit, wir gehen jetzt mal zum Bienenkasten hin. Hier kann man in der Mitte schon den wärmeren Punkt sehen. So, schauen wir uns mal, ich hoffe, man erkennt es ein bisschen, wenn nicht, füge ich euch Bilder ein. Schauen wir uns mal leere Bienenkästen an, ne? Die haben alle die gleiche Temperatur, 2,3 Grad Oberflächentemperatur. Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. So ist jetzt halt mal. Dann schauen wir uns hier einen Bienenkasten an, wo wir wissen, da ist was drin. Und da seht ihr eigentlich schon hier, ne, auf dem Bild, da haben wir dieses, muss man ein bisschen spielen, aber man hat hier dieses Zentrum, wo es einfach ein bisschen wärmer ist. Also wenn man da ein bisschen spielt, dann kann man da, ich hoffe, man hat es so gesehen auf der Kamera. Ich mache euch mal ein paar Bilder gleich noch in Ruhe und dann blende ich euch die ein, wo man das eigentlich dann ganz schön sieht, weil ob man das jetzt so erkennt auf der Kamera, kann ich euch jetzt gerade nicht versprechen. Aber man sieht halt, wenn man da ein bisschen hin und her spielt, man sieht halt wirklich dieses Zentrum von dieser Wärme. Und das finde ich halt voll faszinierend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das immer hundertprozentig passt, weil ich habe vor vielen Jahren, bestimmt 10 Jahren oder so ist das her, habe ich mal so eine richtig teure Wärmebildkamera ausgeliehen gehabt. Weiß ich nicht, 5.000 Euro oder was die damals gibt, oder 10.000. Ich war also richtig viel Geld ausgegeben gehabt. Und mit der habe ich das zumindest nicht hinbekommen, dass man das so sieht. Und jetzt kaufst du dir hier so um die 300 Euro so ein Ding. Also wie gesagt, ich habe das jetzt gestellt bekommen. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, verlinke ich euch das mal. Habe das da gestellt bekommen. Und damit kann man jetzt, finde ich zumindest, schon was ein bisschen anfangen. Jetzt habe ich hier mal einen Bienenkasten aufgemacht, um euch das zu zeigen. Wie man, wenn man die Deckel aufmacht, sieht man das eigentlich auch ganz cool. Das ist jetzt gerade dieses Bienenvolk, wo ich der letzte nicht erkannt habe. Und da mache ich euch mal ein Bild. Und auf dem Bild kann man ganz gut erkennen, wie da die Wärme sitzt. Ja, da sehen wir diese Wabengassen. Ihr seht, von oben sehen wir gar nichts. Und jetzt auf dem Bild seht ihr halt, dass es da unten tendenziell warm ist. Wir machen es aber gleich wieder zu. Wir wollen hier ja kein quälen. Ja, und so
kann man jetzt eigentlich, wenn man will, viele Bienenvölker anschauen, einen schnellen Blick machen, weil diesen Punkt, wo das Zentrum der Wärme ist, den sich eigentlich, findet man relativ gut raus. Ja, und so kannst du jetzt halt durch deinen Bienenstand durchgehen. Ja, du siehst diesen Punkt, wenn man muss ein bisschen nah hingehen, dann kann man das immer ein bisschen erkennen. Und vor allem sieht man den Vergleich eigentlich ganz cool zu leeren Bienenkästen. Ne, wenn wir jetzt hier diesen Bienenkasten da vorne anschauen, diesen Stapel, seht ihr das, da haben wir minus 5,7 Grad. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist deutlich kälter. Und jetzt schauen wir uns einen an, mit wo Bienen drin sind. Und da haben wir jetzt minus 3,7 Grad, also 2 Grad Unterschied. Da hinten haben wir minus 4,6, also auch ein Grad wärmer. Ja, kann doch eigentlich ganz gut funktionieren, oder? Ist zumindest mal ein recht interessantes Hilfsmittel. Ne? Also ich bin davon, muss ich ehrlich sagen, bisschen fasziniert, wie gut es eigentlich funktioniert. Klar, wenn jetzt die Sonne scheint, ne, dann hat man ja von der Sonne alleine eine andere Oberflächentemperatur, dann wird es nicht mehr so gut funktionieren. Aber hier, wenn wir so kaltes Wetter haben, kein Sonnenschein, wie gesagt, also ich finde es bisher echt ganz cool, dieses Thema. Ich glaube, ich habe zu viel, bin zu frohen Mutes für dieses Produkt, aber ich finde es echt ganz witzig. Ja, was man natürlich auch kann, so rein Interesse halber, ne? Man läuft mal durchs Haus, schaut, man sieht die Fußbodenheizungen, die Spiralen liegen, man sieht, wo man bei der Wärmedämmung ein bisschen in den Spalt gelassen hat. Und wir hatten auch versucht, oder ich habe versucht, bei den Kindern Fieber damit zu messen. Aber da sehen wir jetzt keinen Unterschied. Ja, ein ganz, ganz nettes Spielzeug, ne? Muss man schon sagen, für eine Imkerei. Vor allem bin ich halt fasziniert, dass zu dem doch relativ günstigen Preis die Ergebnisse so gut sind. Ne? Ja, gut. Mehr kann und will ich euch dazu gerade auch nicht sagen. Wenn es euch interessiert, wie gesagt, unten in der Produktvorstellung, unten in der Videobeschreibung verlinke ich das. Ja, dann sind wir auch schon am Ende vom Video angekommen. Ich habe euch jetzt mal ein Produkt vorgestellt. Es soll hier nicht Standard werden. Aber das fand ich jetzt ganz passend, vor allem auch thematisch, aufgrund meines Fauxpas mit der Oxalsäurebehandlung. Und bedanke mich bei euch, dass ihr das Video angeschaut habt, bis jetzt angeschaut habt. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns demnächst bald wieder. Ich bin schon ganz froh, dass die Bienen irgendwann mal wieder losgehen. Ja, das habe ich ja normal um die Jahreszeit noch nicht, diese Vorfreude. Ein gutes Zeichen, wird ein super Honigjahr. Ne? Und für die Königin. Könnt ihr auch ab jetzt bestellen, ne? Kleine Werbung in eigener Sache. Aber jetzt macht's gut, bis demnächst.